Will eigentlich irgendjemand hier etwas über Umbridge wissen? Ihr wisst schon, die alte fette Kröte in den rosa Klamotten, die niemand mag. Diese Infos hier solltet ihr zumindest nicht verpassen. Denn nach Voldemorts Vernichtung ging es für Dolores Umbridge steil bergab. Aufgrund ihrer Verbrechen gegen muggelstämmige Hexen und Zauberer wurde Umbridge verhaftet, vor Gericht gestellt und schließlich zu einer lebenslangen Haftstrafe in Azkaban verurteilt. Friede, Freude, Eierkuchen, denkste. Denn nachdem so ein paar Dullis meinten, Harry Potter and the Cursed Child wäre der 8. Teil von Harry Potter, bekam Umbridge erneut Relevanz, als Albus Potter und Scorpius Malfoy 23 Jahre nach Voldemorts Vernichtung durch die Zeit reisten und in einer alternativen Zeitlinie landeten, in welcher Voldemort siegte und Umbridge die Schulleiterin von Hogwarts war. Dort feierten sie gemeinsam den sogenannten Voldemort-Tag und Umbridge ließ Dementoren in Hogwarts patrouillieren. Eine grausige Vorstellung, die man gerne ignorieren darf, da der 8. Teil meiner Meinung nach kein Kanon ist. Wie seht ihr das? Oder besser gefragt,